Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Ilzerox, Akku, der Ballack mit dem Knopf aus dem Rucksack. Ja, meine Freunde, ich bin wieder zurück. Ich begrüße euch zu einer weiteren Session City Skylines 2. Ja. Es gibt einiges, was wir tun müssen. Arcadia Crypto. Das ist soweit in Ordnung für mich. Was für mich aber nicht ganz so klar geht, ist das hier. Der Schandfleck, so ein bisschen Schandfleck. Dann hier entstehen langsam die Büros, das ist in Ordnung. Fürs Erste, aber, mir gefällt die Stadt überhaupt nicht mehr. Also ich will das wirklich anders machen. Zum Beispiel will ich die Baumplantagen hier nach hinten versetzen, damit wir hier noch Siedlung haben. Das ist ein bisschen schade für den Wald, aber ich will so am Fluss entlang Siedlung, ein bisschen Büro. Ich will Details schöner bauen. Das nervt mich hier. Das nervt mich hier einfach, wie das aussieht. Also, ja, man sieht's hier. Und ja, es muss ein bisschen anders gebaut werden. Zumal wir hier ja die Autobahn haben. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich die auch anders ziehen. Ich habe schon überlegt, dass wir hier eine Abzweigung da so hinein machen, dass man so rumgeht, dass man hier ins Industriegebiet kommt. Und dass ich vielleicht hier eine Zone mache, wo zum Beispiel sogar keine Lastwagen hin dürfen. Auch hier, hier haben wir zum Beispiel, was haben wir hier nochmals, Nutztiere, das ist in Ordnung. Wir müssen ein bisschen schauen mit den Nutztieren und so, dass wir das in den Griff kriegen. Und hier, es herrscht einfach nur noch komplettes Chaos. Also hier zum Beispiel, das Parkhaus ist richtig gut besucht. Wen wundert's auch, weil hier so viel los ist. Sehr großer Parkplatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen gut ein. Wir nehmen wirklich, wirklich gut ein. Wie viel Platz bietet das denn? Mit unterirdischen Parkmöglichkeiten. Das wäre, glaube ich, besser, dass wir hier das Feld dann anders nutzen könnten. Ja, es muss hier einiges gemacht werden. Auch hier die Gestaltung, die fällt mir überhaupt nicht mehr. Also es könnte sein, dass Arcadia Crypto als erster Stadtteil komplett neu definiert wird. Könnte sein. Oder ich fange hier an oder ich ziehe Königshain. Das hier ist Königshain, genau. Und hier so ein bisschen natürlich. Und dann hier auf der Seite machen wir auch noch Siedlung. Dass hier so entlang Siedlung ist. Die Brücke. Da gehen ja Menschen durch. Das gefällt mir gar nicht. Wobei, was habe ich hier? Hier habe ich das genommen. 13.000 pro... Achtspurige, ist das eine... Ich habe mittlerweile sogar rausgefunden, wie man Straßen upgradet. Guckt euch den Verkehr hier mal an. Hier zum Beispiel ersetzen drücke. Dann kann ich hier bei den Schnellstraßen... Könnte ich... Geht das? Come on. Hä? Ersetzen. Ja, so geht es. Machen wir als erstes mal das hier. So. Hier gehen wir zum Beispiel auf zweispurig. Hier auch. Dann
Oh Gott, das sieht scheiße aus. So, und hier machen wir dann am besten dreispurig. So, das muss ich dann noch ein bisschen anders platzieren. Hier haben wir jetzt zwar dreispurig, aber hier brauche ich dann eine vierspurige. So. Dann sollte die Kapazität auch ein bisschen besser sein. Also ich muss hier einiges optimieren. Immerhin weiß ich jetzt, wie man Straßen ersetzt. Was ich vorher noch nicht wusste. Der Teil zum Beispiel, der gefällt mir gar nicht. So. Jetzt sieht das schon besser aus. So. Alter, wie sich das einfach nur anstaut, ne? Ja. Unsere Stadt nimmt Form an mit den Bevölkerungen. Unsere aktuelle Bevölkerung geht ein bisschen zurück. Okay. Die wollen mittlere Dichte, aber ich will was anderes. Zum Beispiel hier. Oh Mann. Hier sind wir zum Beispiel dreispurig, aber da muss ich auch hier wieder ersetzen. So. Dann läuft das Ding flüssiger hier. So. Und hier diese eine Spur. Da wäre am besten, wenn man so zwei Spuren machen würde. Vielleicht wird's besser. Vielleicht. Wenn ich hier die A3 anwähle. Verkehrsaufkommen, ja. Zustand durchschnittlich. Verkehrsfluss ist nicht ganz 100%. Aber so läuft das halt nun mal in unserer City. Ach du Scheiße. Ja, hier könnte man zum Beispiel eine Umfahrungsstraße machen. Das hier habe ich wirklich nicht schlau gelöst, merke ich. Trotzdem ziehen die Leute hier hin. Also ich baue jetzt wie so ein Dulli das hier so zu. Ja. Vielleicht müssen wir hier wirklich anders vorgehen. Weil hier herrscht nur Chaos. Sagen wir mal vierspurig ersetzen. Oder kann ich hier vierspurig und dann ersetzen? Nein, in die andere Richtung. Hallo. Ja, so. Die Richtung. Ach so. Kann ich das jetzt irgendwie noch
Eigentlich dient ja diese Autobahn hier überhaupt für gar nichts. Boah, die Musik ist schon übel laut. Warte mal, ich mach mal hier. Wow, so. Und hier ist eigentlich gut, aber hier im Audio. Radio. In die Musik. So. Ja, das hier geht noch nicht so ganz auf. Das ist ein Chaos. Ich könnte natürlich machen, dass die hier nur rein und nicht rausgehen können. Ja, hier wird's besser. Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry. Warum geht das? Warum geht das? And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money in. That's right. You could almost... Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Boah. Ja, das geht so nicht. Oh, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich sag, wie es ist. Ja, auf jeden Fall machen wir mal die Industrie weg. So. Ja, wir machen eigentlich Plus. Oh, ganz gut Plus. Produktion. Aha. Aha. Wir haben ein Defizit. Immaterielle Waren. Medien. Alter, wir haben zu viele Medien. Können wir die exportieren? Software, man. Nix fast. Okay. Anyway, oh, ich bin gerade ein bisschen so am Studieren, ne? Also, als erstes, ich kaufe mir mal... Ich hier mir dieses Land kaufe. Dann gewinne ich relativ viel Holzfläche. Und hier machen wir es dann...